Für die große Glammy-Verleihung 2013 lässt sich Stefanie Neureuther, Beauty-Chefin der Zeitschrift Glamour, von Alex Rothe, Make-up-Artist bei Armani Cosmetics, das passende Make-up auftragen. Hallo Alex. Hallo. Was hast du dir heute Abend vorgestellt? Ja, nachdem das Kleid ja schwarz ist, dachte ich mir, dass wir vielleicht Smoky Eyes machen. Das wunderschöne Augen ist so ein Blau mit einem ganz, ganz wenig Grün mit drin. Das müssen wir ein bisschen unterstützen. Und deswegen wähle ich bei dir auch als Grundlage erstmal einen blauen Kajal. Und Dunkelblau hat die Eigenschaft, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, macht es das Augenweiß klarer. Und wenn du es als Grundton drunter setzt, werden die Augen strahlender. Na, das wollen wir noch, bitte. Ganz wichtig beim Eyeliner, die vordere Ecke schließen, dann wird es sauber. Unten setze ich es auch als Wimpernverdichtung an, aber nur in die letzte Ecke. Mein Trick ist, es kann immer was runterfallen und dann den Concealerpinsel zu nehmen zum Wegwischen von Farbpartikeln und nicht die Finger zu. Zieh es ein ganz klein wenig hier hinten raus, so ein bisschen die Katzenaugen. Eyeliner ist momentan auch wirklich alles erlaubt, was gefällt. Von Amy Winehouse über Brigitte Bardot bis hin zu Audrey Hepburn. Also für jeden ist was dabei. Genau. Ich mache jetzt noch einen Trick bei dir, mach mal die Augen zu. Bei Smoky Eyes kann es schnell mal sein, dass es zu müde wirken kann. Und wenn man dann einfach etwas von dem Rouge hier oben noch einblendet, auf den Knochen, erreiche ich nochmal ein Lifting und das ganze Auge sieht noch frischer aus. Wenn die Mascara mit einer leichten Zickzack-Bewegung bewegt, kommt mehr Farbe drauf. Das ist wichtig für die Bühne oder für einen tollen Wimpernaufschlag für den Abend. Und jetzt machen wir die Lippen. Das ist im Endeffekt so ein ganz, ganz neues Produkt. Es ist matt, aber hat die Transparenz und Feuchtigkeit eines Glosses. Das Make-up gefällt mir sehr, sehr gut und der Abend kann jetzt beginnen. Das Kleid habe ich online gefunden bei Stylebop und bin ganz, ganz glücklich. Das ist mein absolutes Wunschkleid. Ich gehe jetzt hinter die Bühne bei der Glam Effect gleich an. Okay.